Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Grounded mit Voucher und mit Nerdalterle. Schön, dass ihr da seid. Es ist später Nachmittag, es dämmert schon leicht. Ich dachte mir, ich hole euch mit rein. Ich habe es gerade ganz gemütlich hier. Ich bin dabei, Materialien zu besorgen und ich habe wieder einen Plan, was wir die nächsten Folgen machen. Ich lese euch gerade mal vor, was ich mir rausgeschrieben habe heute. Analyse, Schild bauen, da muss ich selber gucken, was ich da geschrieben habe. Analyse, Schild bauen, Rüstung aufwerten, Seilbahn, oberer Garten testen. Und wie testen wir die? Ich habe mal wieder ein bisschen weiter rumgebaut und musste aber das Bauprojekt stoppen, weil ich noch nicht 100% sicher bin, wie wir weitermachen. Wir gehen auch gleich gemeinsam hoch. Ich habe testweise mal das Bett hochgestellt. Es ist jetzt ein ziemlich weiter Weg zum Schlafen, aber das kriegen wir alles hin. Und einmal laufen wir auf jeden Fall gemeinsam hoch. Und ja, hier habe ich schon ein bisschen Gras vorbereitet, nehmen wir gleich mit. Dann haben wir wieder Materialien, wenn ich da oben weiter zwirbel. Ich muss nämlich mal gucken, ich zeige euch auch gleich ungefähr, wo ich stehen geblieben bin. Und dann gehen wir erstmal analysieren, bevor wir hochgehen. Ich würde sowieso sagen, wir gehen einmal gemeinsam hoch bei Nacht. Das ist unheimlich cool, wenn du mit der Fackel da hochläufst. Und dann, wenn wir ausgeschlafen haben, gehen wir bei Tag runter. Dann seht ihr auch nochmal genau das Projekt und den Stand dazu. Jetzt pass auf, ich mache hier gerade mal noch ganz kurz zwei Halme. Drei. Was ich auch gemerkt habe, wenn ich den Grashacker drin habe, mit unserer Axt, kriege ich tatsächlich mit drei Schlägen so eine Pusteblume, so eine Stängelblume da umgeballert. Das war vorher ja immer 4, 5 Schläge, also es geht richtig zügig jetzt, die Sachen zu besorgen. Jo, und ansonsten, wie geht's in der Liste weiter? Ich habe jetzt nicht genau festgelegt, was wir alles heute schaffen oder morgen. Definitiv steht der Ochshammer auf meinem Plan, denn über den Ochshammer kommen wir an eine Waffe, die ich gerne haben möchte. Und vor allem auch an Materialien, die wir brauchen für die weiteren Aufwertungen. Ne? Wir müssen ja die obersten Marmor und Quarzit noch ernten. Und da haben wir momentan ja nichts Werkzeug dafür. Komm, Platz auseinander. Danke. Vielen Dank fürs Platz. Wie bin ich schon voll wieder hier? Ne, jetzt. So. Perfekt. Genau rechtzeitig. Würde ich jetzt sagen, wir gehen erstmal analysieren, dann bauen wir uns das Schild, ziehen uns an. Ihr seht auch, ich habe die Hämmerchen so weit wieder weggeschafft, dass wir da nicht mehr allzu viel offen haben. Da hinten noch das Turret, das machen wir die Tage mal. Hier seht ihr, ich habe Stängel besorgt, ne, für uns. So, dann sind die Lager wieder ein bisschen aufgeräumter, wie es vorher war. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch was oben stehen habe. Also wir sind schon richtig weit oben. Wenn wir jetzt gleich hochlaufen, werden wir sehen. Aber es geht noch weiter. Und da ist jetzt die Überlegung halt, soll es auch für uns noch weitergehen? Ich finde ja irgendwie ja. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Was hatte ich denn jetzt hier unten? Einmal die Leuchte. Und hier habe ich die. Die muss auch hoch. Hier unten kommen dann eher so Sachen hin, die wir nie brauchen. So, und dann gehen wir ja hier rein, das kennt ihr noch. Warte mal, ich ziehe mal die Fackel kurz an, wenn ich sie da habe. Ich habe keine mehr, dann muss ich mir eine bauen. Du. Wir müssen auch die gute Fackel noch bauen, gell? Haben wir ja gesagt, die da. Da müssen wir allerdings die grüne Stinkwanze erst finden. Das haben wir und hier, das wissen wir, wo wir es kriegen. So lange muss ich jetzt mit der hier noch leben. Warte mal geschwind. Wartens, erna mal geschwind. Hier läuft alles soweit, sehr gut. Genau, eine Fackel, dass wir was sehen. Perfekt, gehen wir gleich mal auf die 6. Und wir hatten gestern irgendwas gesagt, ne? Hier laufen Seile durch für den Test nachher. Richtig, das müssen wir noch analysieren, das Ding hier, ne? Dann lass mich mal gucken, dass ich da nicht durcheinander komme. Den Brocken wollen wir analysieren. Und die Seile müssen wir analysieren. Richtig, so war das ungefähr. So, dann habe ich wieder Klee besorgt. Auch Klee brauchen wir oben mittlerweile. Dann habe ich hier die Sachen besorgt. Machen wir mal sortieren. Dann habe ich. Warte mal, ich muss das jetzt ganz kurz. Rüsselkäfer eingelagert, Kleeblatt. Ja, Rüsselkäfer habe ich halt machen müssen wegen was zum Essen, ne? So, hängen wir noch die Ameisenrüstung weg. Also hier fehlt uns jetzt nur noch zwei Leuchtklipper. Wo ist denn der Stupser? Diesmal hinten dran. Wann ich hier einrichten komme, ballert er mir eine, ne? So, und hier habe ich mal die Rüstung in den zwei Reihen aufgesetzt und hinten dran seht ihr, die Dinge habe ich auch fertig gemacht. Schwert und Schild, Salzkolben, Roboterarm. Hier habe ich einfach mal alles reingehängt, dass wir so ein bisschen sehen, wie das dann aussieht und ich finde es tatsächlich köstlich. Schwarze Ameisenrüstung und hier mache ich dann die rote rein. Und da ist er ja, Gnazle. Gnazle, du alter Pferdehindern. Jo, hör auf. So. Hallo. Der Gnazle. Wo waren wir jetzt? Komm, wir gehen kurz analysieren. Mittlerweile renne ich jetzt hier ohne Rüstung rum. Müssen wir ein bisschen. Die ist auch schon bei uns zu Hause. Die schläft. Das ist gut. Hier müssen wir irgendwann mal fertig. Mach mal nicht so fetzlend, Digga, wenn du keine Rüstung an hast. Oh.
Schwupp. Ich habe übrigens auch versucht, an die Höhe, wo wir jetzt gleich sehen, eine Leiter hochzubauen. Und dann habe ich gemerkt, wenn du Leitern freistellst, knallt dir es bei der dritten Leiter alles um. Wusste ich zum Beispiel nicht. Hi, Burgle. Burgle. Scharwüppelchen. Nee, hier muss ich nicht hin, aber hier. Also, einmal das Fusselsaal entdecken. Mal gucken, ob nicht gleich noch was dazukommt zu meinem Plan. Boah, bin ja fast froh, dass nichts passiert ist. Aufleveln. Rostiger Speer. Auf den wollte ich eigentlich nämlich raus. Zecken, Obsidian-Schwert. Und was bringen uns jetzt die Feuerameisen noch? Feuerameisen-Beinpanzer und Haustier-Feuerameisen-Helm. Au. Ich dachte nämlich tatsächlich, wir sind hier schon fertig. Feuer. Oh ne, ich habe glaube ich Sumse dabei. Da muss ich raus. Sonst hängt der mir wieder 3 Tage irgendwo anders rum. Das will ich auch nicht. Nee. Da bist du nicht so firm, ne? Mit dem Rauskommen hier wieder. Hä, doch. Das war doch hier. Und dann links. Ah ja, alles klar. Müssen wir gleich oben gucken, was das Feuerameisenteil jetzt auch noch... Noch eine Rüstung. Ja, es gibt ja, glaube ich, 16 Stück, wenn ich es richtig weiß, ne? Nimm dir mal mit, wenn er hier rumliegt. Verschenken müssen wir ja nichts. So, Leute. Unser erstes Mal, dass wir gemeinsam hochgehen. Wir ziehen uns aber schon mal an, würde ich sagen. Beziehungsweise bauen erstmal noch unser Schild. Oh. Hier sitzt mittlerweile ein Gegruschle vor dem Herrn. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Ich finde es total gut. Also Sumse ist noch oben. Dann zeigt es mir bloß gerade an. Deswegen hatte ich jetzt Angst, ich habe ihn schon wieder rausgeklüpft. Den will ich doch jetzt heute nicht, ich will ihn doch nicht verlieren. Auch wenn er eine gute Inventarweiterung wäre, ne? Ich habe nur das blöde Gefühl, wenn ich im oberen Garten rumstolz, dass mir der irgendwann drauf geht. Die sind heute noch nicht da. Warum sind die heute noch nicht da? So, lass uns mal ganz kurz... Jo, hast du 5er Fackelset gebaut. Ich bin so stolz auf dich. 1, 2, 3, 4. Es war ein Versehen. Jetzt pass auf, jetzt gucken wir erstmal, ob wir das Schild bauen können. Da müssen wir jetzt normalerweise alles haben. Ne? Das gute Schild. Nochmal für uns. Dieses Schild hat hier Blockstärke, ist T2. Dieses Schild T3, Blockstärke und freien Angriff blockieren. 2 Puppenleder, richtig. Die waren noch oben zum Aufhängen. Die holen wir jetzt gleich runter. Essen schon mal, Brüggele. Auf die Nacht hin kannst du ruhig was essen. Ich habe nämlich Material besorgt. So, Pupperleder. Ich hoffe, die haben wir schon entdeckt, ne? Die haben wir doch hoffentlich schon durchgejagt. Jo, ne, die haben wir auch noch nicht analysiert. Richtig, jetzt weiß ich auch wieder, warum das gestern... Haja. Sumse, ich habe mir das anders... Du sollst... Ich habe ihn doch dabei, der kam nur nicht raus, ne? Ja, aber dann kann ich ihn doch jetzt streicheln normal. Nicht runterfliegen, da ist die wo... Ich lege mal ab. Oh, hörst du? Wie war das jetzt mit der Analyse? Ich will nicht nochmal runterschlappen. Warte mal, ob mich mein Weg heute nicht irgendwo vorbeiführt. Nee, eigentlich nicht. Da mach ich eine Blende, ja? Ich gucke nochmal ganz kurz. Puppenleder. Verfügbar 5, 2. Oh, dann kann ich es ja doch bauen. Dann kann ich es doch bauen. Wir müssen es nur nochmal analysieren später. Also, wir bauen uns einmal das Schild. Oh, geil. Geil, geil, geil. Das ist so gut. Das kann ich gar nicht sagen, wie ich mich über so Sachen freue. Das Schild ist immer was Geiles. Als ich mit meinem Krieger in WoW unterwegs war, mit meinem Zwergkrieger, habe ich auch Schultern und Schild. Das war immer für mich das Größte, wenn da was kam. So, unsere neue Rüstung wird die hier. Wir sind angezogen. So, das mache ich jetzt alles mal so, so, so. Ich räume gerade noch ein bisschen auf, ja? Ein bisschen Geduld brauchen wir heute mit mir. Ich genieße nämlich gerade, dass wir im Spiel so viel erreicht haben, dass es einfach super gechillt jetzt abläuft momentan. So, die hänge ich hier zum Trocknen auf. Das ist gut. 7 habe ich noch davon. Den wollen wir analysieren. Das kommt gleich runter, das auch. Das Schild kommt hier drauf. Die Armbrust bleibt hier. Mein Trinketle. So, jetzt müssen wir natürlich die ganzen Sachen wieder zu uns nehmen. Das hatte ich ja nur so für den Showcase hier reingemacht. Das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ich nehme trotzdem das Schwert mit, weil du weißt ja nie, mit wem du es zu tun kriegst. Ganz klarer Fall ist bei mir immer dabei mein Salzkolben und mein Roboterarm. Ist das nicht cool? So, hier habe ich die Schaufel reingemacht. Die nehmen wir natürlich auch mal mit. Man weiß nie. Der Hammer wird unser Ziel, den bald möglichst zu ersetzen. Und meine Mutterspinnenkolben.
Zweihandwaffe. So, Sumsa, schlaf gut. Wir gehen jetzt gemeinsam hoch, das erste Mal, und genießen den Aufweg. Das kennt ihr ja noch, das Teilstück hier, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, wo wir aufgehört hatten. Ich meine da oben. Teilweise habe ich es auch verbreitert, weil es wirklich sehr eng ist. Naja, also da müsste man dann noch ein bisschen der Schönheit wegen was hinmachen. Da gehört eigentlich auch ein Zaun rum, damit es eine richtig schöne Klamm ist nach oben. So, jetzt sind wir schon in einem neueren Bereich. Schwuppen wir, schwuppen wir, schwuppen wir. Und hier habe ich dann aufhören müssen. Da steht's Bett. Oh, da ist das andere, das habe ich gesucht. So, und dann habe ich bis jetzt hier festgestellt, okay, jetzt nochmal komplett um den Baum rum. Muss im Moment nicht sein, zumal jetzt bald die Seilbahnen kommen, mit denen man auch hochfahren kann. Das ist aktuell die höchste Stelle, wo ich bin. Jetzt bei Nacht und gleich bei Tag. Ja, und wir hatten, Entschuldigung, wir hatten doch da drüben irgendwo diese Seilrutsche aufgestellt. Ich meine hier. Wir könnten jetzt versuchen, die zu verbinden. Von hier aus. Dann würde ich tatsächlich ein bisschen Material rüberleiten. In der Hoffnung, dass wir von da aus da hochkommen. Weil unser Weg führt uns nämlich irgendwo, das weiß ich jetzt, weil das schon mitgeteilt wurde. Irgendwo muss hier ein Rasenmäher sein. Da ist eine alte Werkstatt. Hier irgendwo, ich glaube da hinten, irgendwo in dem Bereich. Da finden wir die nächsten Mats, die wir brauchen. Ne, hier ist der Rasenmäher. Und da ist aber, glaube ich, die Hölle los. Das heißt, wir müssen erstmal auch unsere Rüstung aufbauen. So, meine Lieben, dann seht ihr mal, wie weit ich jetzt hier aktuell bin. Richtig, und dann bin ich natürlich am Überlegen, ganz klar, wie weit komme ich hier noch hoch? Und da habe ich mir jetzt aber überlegt, ich baue jetzt hier dieses Konstrukt auf. Trampolin habe ich keine Lust gehabt, weil da muss ja auch mal genau zielen und eben, ich weiß auch nicht. Ich finde es besser so. Wobei das nicht heißt, dass wir nicht später irgendwann auch mal ein Trampolin aufbauen. So, jetzt pennen wir 6 Uhr, da werden wir noch nicht allzu viel sehen. Guck mal, von hier aus sieht es dann wieder so aus, als wären wir noch nicht weit, ne? Okay, jetzt sind wir von der Seite, das sieht man es nicht so gut. So, meine Lieben. Das heißt, wir brauchen hier Test Case. Machen wir mal Test Case kurz. Ich habe vor, das hier aufzubauen. Das heißt, wir müssen ein Graslager gleich mit hochnehmen. Dann können wir das hier hinsetzen. Dann brauchen wir nebst Graslager. Aber wenn wir da rüberkommen, ihr wisst ja, was kommt. Spätestens morgen machen wir dann diesen Ox Beetle. Da habe ich jetzt schon ganz viele Hinweise bekommen. Am besten, es gibt wohl 2 Stellen, wo man den recht gut mit der Armbrust machen kann. Wir nehmen Salzpfeile mit. Ich werde ihn definitiv aber auch im Nahkampf probieren. Nicht nur probieren, ich werde den auch im Nahkampf einmal wegmachen. So, ich brauche 4 Ton, die ganzen Seile und 6 Unkrautstängel. Die habe ich hier, ne? Also ein Graslager, 6 Ton und Seile. So, jetzt pass auf. Das habe ich jetzt aber auch noch nicht wirklich probiert. Wo bin ich denn jetzt hier? Naja, das seht ihr das da unten. Ja, aber Digga, dich hätte ich eigentlich gebraucht, ne? Da fliegt mein Mats. Schwupp, hey, also runter kommst du immer. Es war früher schon so. Foregrounded, runter kommst du immer. So kommt die Gönster jetzt beide, oder? Habe ich da extra gemacht. Not chewy, not bad. So, my baby. Graslager, Ton und die ganzen Seile, die ich habe. Bin mal gespannt. Ich mache am besten gleich neue, weil wir müssen ja irgendwann auch noch von der Hecke rüber, ne? Ist ganz gut, wenn wir mal irgendwann an der Hecke drüben sind, dann können wir auch wieder neues Dings besorgen hier. Okay, pass auf, ich nehme jetzt mal alle mit, weil ich nicht weiß, wie weit die Strecke ist. Ich hoffe, die Sachen reichen uns. Dann brauchen wir Ton. Nehmen wir mal 20er Ton mit. Und irgendwie in dieser letzten Kiste, da fährt ja eh alles rum. Da mache ich mal kurz den Schlibberer in den Mibber. Und die Sachen, den müssen wir analysieren, den werden wir gleich brauchen zum Bauen. Ansonsten ist hier nichts mehr drin. Okay, also meine Lieblingswaffe. Fupp. Let there be light. So ist mein Mädel momentan ausgerüstet. Geil mit dem Schild, absolut göttlich. Yo, Baby. Gut, gegessen haben wir, das haben wir, das haben wir. Da habe ich auch ein bisschen Reparaturzeug schon gebaut. Graslager. Und den will ich auch noch hochschaffen. Ich möchte mir da oben einen Bereich machen, wo ich A schlafe, wo wir auch Wandbilder aufhängen und die ganzen ausgestopften Viecher. Das soll alles hier oben irgendwo passieren. Am liebsten in der Astgabel. Aber da muss ich erstmal gucken. Kostet jetzt schon ein bisschen Zeit. Wir sind ja, glaube ich, auch schon knapp bei Tag 100. Oder wir dürften jetzt bei Tag 100 sein. Weiß nicht, ob ihr geguckt habt beim Schlafen gerade. So, die Stängel sind oben. Das ist oben. Der Sumsemann, der bleibt hier unten. Sums? Ah doch, ich höre ihn.
Ich höre ihn. Wenn ich ihn höre, ist alles gut. Das heißt, bis auf die Lampe und dieses Turret vorne haben wir jetzt alle Hämmerchen weg, ne? So, jetzt gehen wir einmal gemeinsam bei Tag hoch, dass man es auch nochmal sieht. Also von hier aus, auch schon Träumchen. Hier könnte man theoretisch uns eine Seilbahn aufstellen, sag ich mal, rüber ins versoffene Gebiet, hätte ich fast gesagt, ins Gasgebiet. Wir haben theoretisch die Möglichkeit, hier einen Versuch zu starten. Oh, da ist noch eine knappe Stelle, ne? Hier ans Vogelbad, wenn wir nicht kommen, dafür sind wir noch zu tief, aber an den Fuß des Vogelbads vielleicht, ne? So, das Einzige, was ich hier habe, sind so die kleinen Abstellprobleme. So, jetzt bauen wir erstmal das Ding hier oben schon auf. La na 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 na. Okay, da musste. Ja, ich habe jetzt halt nur die Rüstung an, aber egal, ich laufe da jetzt kurz zwei, dreimal. Soll ja heute gemütlich sein, wenn wir uns morgen dem schwersten Käfer im Spiel stellen. Ich nehme an, dass nicht noch einer kommt, der schwerer ist als der Nashornkäfer, oder? So, wir können es hier schon probieren, dann machen wir das andere nämlich dann separat. Also, wie gesagt, ich war der Meinung, das Ding ist da hinten. So. Jetzt holen wir noch zweimal die Stängel kurz. Müsste theoretisch möglich sein. Ich weiß aber nur nicht, wie die Performance sein wird von dieser Seilbahn. Lässt sich immer manchmal ein bisschen schwer einschätzen. Immer manchmal. Selten, eher nie, dauernd. So. Da warst du schon mal Bescheid. 24 Seile. Ich würde mal sagen, wir verankern das gut. Das wird nichts. Das kennt man schon. Hier, oder? Und das sieht aber auch so aus, als ob wir da richtig schnell drüben wären. Dann müssen wir uns hier aufbauen. Frage ist jetzt natürlich, wenn ich da rüber flitze jetzt. Wir kommen da raus. Ich könnte mir dann da eine kleine Stufe hochbauen und hier eine kleine Stufe hoch. Unabhängig davon, ob es noch andere Wege gibt, dann hätte ich meinen eigenen persönlichen Aufgang. Ich kann natürlich auch immer jedes Mal hinten rumlaufen, aber wenn ich jetzt hier hin will die Tage, dann wären wir schon mal auf der Mauer. Und dann können wir uns natürlich überlegen, wenn wir Bock haben und das funktioniert hier, dann können wir bei, sag ich mal, bei der Stufe hier rüber was spannen und da hinten dann darüber zur Burg. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Die Analyse machen wir jetzt aber noch geschwind, Leute. Und ich brauche auch eine neue Pustestängel, ne? Wie viel habe ich noch drauf? Ja, das reicht doch. Machen wir kurz die Analyse. Holen uns einen neuen Stängel. Und dann machen wir uns auf den Weg des Testen. Dann sind wir nämlich morgen gleich drüben. Beziehungsweise lassen uns anders vorgehen. Wir machen gleich alles fertig, sodass ich drüben die Folge wechseln kann. Dann sind wir morgen direkt dabei. Dann wir brauchen bestimmt auch zwei von den Käfern. Das ist schön, dass das jetzt geklappt hat. 24 Seile nur. Na, ist gar nicht schlecht. So, pass auf, Analyse. Analyze, baby. So. Au, ne, den wollte ich noch gucken. Okay, da war jetzt nichts zu holen. Und was mir halt auch aufgefallen ist, wenn wir mal ganz kurz hier in die Daten reingehen wollen, wir haben noch eine neutrale Figur, sage ich, eine neutrale Käfersorte offen. Und wütende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, also 14 Tiere. Ich hatte ja gerne, man will natürlich die goldenen voll haben, haben wir aber gemerkt, ist ein super, super schwieriges Unterfangen. Wir werden aber auf jeden Fall das Ziel uns schnappen, alle Tiere einmal zu scannen. Meine Mutterspinne, die haben wir schon gesehen, die habe ich noch nicht gescannt, die gehört hier dazu. Und die Feuerameise hat wahrscheinlich auch einen Krieger. Da müssen wir dann auch irgendwann ran. Dass wir es so machen. Und ein paar goldene Karten würde ich schon gerne noch holen, weil ich will auch mal eine Schnetzelrunde machen. Mal gucken. So. Das hat hingehaut. Jetzt will ich die Rüstung so weit aufwerten, wie ich kann. Und dann geht es eigentlich dran, dass wir dann Mats farmen müssen. Dafür brauchen wir aber den Dreierhammer, um unseren Salzkolben nochmal eine Stufe hochzuschicken. Ne? Der ist ja noch nicht fertig geskillt. Und mit dem spiele ich super gern. Ja, wir gucken mal ganz kurz rein in ihn. Siehst du? Mächtiger Klumpen, 10 Stück. Und mächtiger Klumpen brauchst du robuster Schleifstein. Und robuster Schleifstein kann ich noch nicht herstellen. Also da müssen wir nochmal irgendwie was tun, damit das funktioniert, ne? Doch, kann ich herstellen. Hä? Okay. Für irgendwas habe ich die Tage gemerkt, kann ich nicht herstellen. Dann bin ich mal gespannt, wann ich das wieder rausfinde. Ja, dann mache ich das schon mal, ne?
dann mache ich die hier schon mal. So. Das schmeiße ich mal hier rein. Das kommt hinten in die Kiste. Das auch. Den schmeiße ich jetzt deswegen hier rein, weil... Dann mache ich hier die Sachen mal rein. Die Splitter habe ich schon weggeräumt. Der kann auch hier rein. Den zieht es jetzt eh gleich. Die Sprouts können hier rein. Und das hatte ich aber, glaube ich, bei Pilz. In der Pilzkiste hatte ich die. Fange ich an, die gerade zu sammeln. Ne? So, meine Lieben. Also, jetzt pass mal auf. Ja, dann kann ich ja jetzt aber... Wie habe ich denn das jetzt bitte unterschätzt? See. Passt ja, passt ja. So, pass auf. Wir gehen jetzt her und machen die so weit hoch, wie wir können. Oh, massig. Wenn ich massig nehme, kriege ich 10%. Aber ich verliere Blockstärke. Wenn ich die Blockstärke behalte, was ich möchte bei der Rüstung, kriege ich weniger Verteidigung, aber Blockstärke. Ich nehme das hier. Okay, jetzt bin ich hier schon bei 7. Ich hätte die da erstmal aufwerten sollen, ne? Hier bin ich jetzt auch bei 7. Die ist erst bei 4. Spröde Panzerung. Aber spröde Panzerung kann ich doch auch machen, oder? Spröde Panzerung brauche ich Saft oder Madenhaut. Oder spröde Ding. Madenhaut habe ich 11, dann hole ich doch kurz Saft. Sehr schön. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt heute mit der Vorbereitungsrunde. 5. Und da hinten ums Eck nochmal 5. Schubdubidubidubidu. Ich freue mich jetzt gleich. Also das sieht doch aus, als ob das hinhaut, oder? Oder wenn wir wieder eine 2-Minuten-Bahn haben. Moment, 2 Minuten wäre ja noch gut gewesen damals. Wir waren sehr viel länger unterwegs als 2 Minuten. Wieso bist du nicht im Bettle? Was? Ja gut, aber der macht sich... Ich finde es total schön eigentlich, wenn der hier so um die Base rumsaust. Von sich aus. Ich finde es total gut. Die Ameise nehmen wir gleich mit hoch, ne? So, jetzt pass auf. Jetzt muss ich erstmal spröde Panzerung herstellen. Ach so. Ich werde wahrscheinlich nicht genug Heiltränke haben. Ne, ich will Blockstärke behalten. Okay, wir haben die Rüstung jetzt auf 7 und wir fangen mit dem Helm an, als nächstes den weiter auszubauen. Hammer. Hammer. Das reicht ja aber erstmal für unseren Test morgen. Lass mich mal kurz gucken. Wir haben jetzt... Ja, ist halt schon cool. Das ist halt schon cool. Das ist schon richtig geil, da freue ich mich jetzt drauf, ob die was kann. Okay, dann haben wir hier unser Zeugs wieder aufgeräumt. Die spröde Panzerung, die kommt hier wieder mit dazu. Bumm. Ja, Schmusi wird es natürlich jetzt problematisch, weil ich habe... Doch, ich habe nur 8 Stück. Lass uns mal irgendwas verballern, was ich die ganze Zeit nicht brauche, aber da habe. Dann machen wir mal hier noch 2 Schmusis draus. Und die brauche ich vielleicht zum Aufbauen. Und die können wir ja oben farmen, haben wir gemerkt. Moment mal bitte. Die letzten Hämmerchen gehen hier unten flitzen. Schubdidubidu. Das Schöne ist, dass wir einen Wächter haben hier, der hier wohnt. So, alle Lampen sind da. Die muss noch auf 85%. Gut. Perfekt. Habe ich alles soweit? Bin mir nicht sicher. Wir nehmen alles mit, dass wir morgen gleich unterwegs sein können. So. Ja, dann nimm die runter hier. Nimm die runter. Nimm die mal noch mit. Wie gesagt, es geht nur darum, diesen Hammer zu besorgen. Und dafür müssen wir ja erstmal morgen den Käfer machen, ne? So, meine Lieben, ich gehe hier auf D und ich verballere jetzt die Zutaten, die ich gerade geholt habe. Oh, ich habe keine Sprouts mehr. Scheiße. Scheiße. Dann nicht. Dann nicht. Dann mache ich das auch anders. Also ich habe 8 Heiltränke. Ja, ich muss das kurz hier rübergeben. Hier habe ich 2 gute Essen. Hier habe ich die Geschichte. Zack. Zack. Wir gehen rüber. Salzpfeile.
Jetzt wird es interessant. Jetzt muss ich nämlich erstmal gucken, was wir dafür alles brauchen, was uns fehlt und was wir haben. Splitterpfeile. Ein scharfer und tödlicher Pfeil, der aus Holzsplittern hergestellt wird. Der kann natürlich auch sein, dass er ziemlich gut ist. Ne? Salzpfeile. 20, 10. 10 Federpfeile und 10, also 20 Federpfeile muss ich bauen. 20 Federpfeile. 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 Komm her. Für den Fall, dass ich ihn im Nahkampf nicht kriege. Schadet ja nicht, wenn wir die Pfeile haben. Federpfeile. 25 hergestellt. Oh, das reicht doch schon. Salzpfeile. 20 hergestellt. Damit können wir es testen. 20, dann habe ich noch die 18 normalen und die 5 nehmen wir auch noch mit. So würde ich es dann probieren, oder? Ich glaube, so würde ich es probieren. Die Hacke habe ich dabei. Hacke habe ich dabei, falls ich drüben noch was aufbauen muss. Ein bisschen was zum Essen habe ich dabei. 4 Tropfen habe ich dabei. Heilverbände und 7 Heiltränke. Ich würde sagen. Ich würde sagen, so sieht es doch ganz gut aus. Speicher. Und jetzt hätte ich gerade, wenn ich jetzt da drüben bin, noch Bock, mir die Mats mitzunehmen hier für ein so ein Zelt. 3 Klee, 2 Sprössis. Dann brauchen wir nicht zum Grill vorlaufen. Wir können drüben direkt pennen. So, meine Lieben, das wäre die Geschichte. Ich speichere nochmal. Und jetzt würde ich natürlich auch gleich einen Test fahren, indem ich sage, haben wir noch Platz oben gehabt, um nochmal einen Grasbehälter abzustellen? Probieren es. Das Problem ist, wenn du oben bist und du hast keinen Platz. Ey, ist das nicht genial? Hier sind jetzt alle Sachen weggebaut. Unten, ich habe übrigens überlegt, wir werden wahrscheinlich das Lager hier vorne schon lassen. Wir werden es allerdings schön machen. Ja, also ich werde es schön ausbauen, ich werde es schön überdachen. Und dann möchte ich den kompletten Platz hier nutzen für Anbau. Hier möchte ich Pilze rauswachsen lassen und so Geschichten. So. Also dann schauen wir mal, ob das was wird. Das Problem ist jetzt, dass ich gleich, wenn ich drüben bin, essen muss. Ne? Es sei denn, wir kommen jetzt ziemlich zügig rüber. Dann könnten wir eventuell uns schon stationieren. Dann können wir einen machen, bevor wir pennen. Ich muss erstmal ein bisschen üben an dem. Das heißt, ich werde morgen wahrscheinlich dann mit Speichern und Neuladen so lange machen, bis ich weiß, wie ich den taktisch in die Knie zwingen kann. Ich meine, Knie hat er ja genug. Hier, das passt hin. Ich habe es gesehen, es hat geblinkt. So, die Frage ist, ob das dann auch da drüben landet, wo ich es gerne hätte. An denen sehen wir jetzt gleich, wie schnell die Bahn ist, ne? Alter, die ist super schnell. Bin ich schon mal mittelschwer begeistert. Ich weiß nicht, mit der Renderdistanz, ob sie ankommen oder ob sie vorher rüberknallen, das weiß ich nicht. Hadouwe, wenn das so ist, wenn das so ist, wo ist denn jetzt dieses Ding? Ich suche es jedes Mal neu. Wenn ich jetzt noch Seil, ein Seil mitnehme und 4 Ton und 6 Stängel darüber jag. Könnte man eventuell drüben eins aufsetzen auf der oberen Mauer, dann hat sich das zukünftig auch schon erledigt. Wie gesagt, das ist jetzt das Risiko, ob die drüben ankommen. Also, ein Stängel, ein Gras noch rübergejagt. Und ich brauche hier auch noch einen Bußeblumenstängel, gell? Lass mal kurz gucken, ob da einer in der Nähe gleich ist, wenn ich jetzt nochmal runtersaus. Ja, dann schlaf. Oh. Das habe ich aber schon ein paar Mal gehabt jetzt. Huch. Wo ist denn der nächste Puste? Vorne irgendwo. Muss ich einen holen? Ich stürze so oft mal wo runter. Hochweg mache ich jetzt dann gleich mit einem Schnitt, ne? Wie viel Uhr haben wir denn? 14:47. Wir gehen jetzt einfach rüber. Wenn ich drüben nochmal essen muss, esse ich halt nochmal. Sieht sie jemand irgendwo hinknallen? Wenn, dann da hinten, ne? Ja, ich sehe sie beide. Nehme ich beide mit. Die haben wir. Und jetzt noch was auf der Grill wäre cool. Wer ballert denn da hinten das Klee auseinander?
Hier, warte mal, da ist eine Laus. Du bist, servus. Oh. Die ist verfehlt. So. Jo, jetzt machen wir die Vorbereitung noch fertig, dann sind wir besser vorbereitet, als ich geplant habe. Wir werden uns nämlich drüben auch noch einen Grill aufbauen dann. Für den brauchen wir nochmal 3 Sprössis, 3 trockene und 4 Kiesel. Kiesel muss ich hier kurz zusammensuchen, habe ich glaube ich nicht mehr genug. Entschuldigung. Du schießt aber nicht gerade mit deinen Minzpfeilen, oder? Nee. Kiesel. Kiesel, ich brauche einen Kiesel, denn ich bin so flink wie ein... Hauptsache, es reimt sich, oder? So machen wir nicht lang rum. Da haben wir Kiesel. Vier Kiesel. 2, 3 Sprössis waren es noch. Ein Sprössi mehr muss ich noch mitnehmen. Scheiße, wo ist denn der Pfeil hin? Weil ich bin jetzt noch nicht so firm, was drüben alles gibt, weißt du? Und 3 trockene, die finden wir jetzt auch noch. Die haben wir oben im Lager. Habe ich dann alles. Ich habe jetzt eine Puste besorgt, das ist gut. Dann machen wir jetzt mal hier eins verschrotten. Yes. Zack. Dann machen wir noch 2 Stängel, 2 Grasplatten rüber. In der Hoffnung, die liegen drüben. Und dann bauen wir uns drüben ein kleines Schelterle auf gleich. Das wird. So. Lohnt sich das jetzt nochmal einen Schluck zu trinken? Nice and clean. 3 trockene waren es, gell? Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich oben bei der Seilbahn. Dann testen wir das Ding mal aus, oder? Muss ich euch hier schon reinholen. Wenn das so ausgeleuchtet ist von der Nachmittagssonne, ist absolut cool, oder? Es ist super. Meine kleine Klamm nach oben. Und da wird's dir auch in der Buchse klamm. Aber nicht, wenn du eine Puste hast. So, 2. Und 2. Hoffen wir mal das Beste. Die muss ich natürlich erst rüberlassen, gemütlich. Bevor ich hinterher rutsche, weil ich glaube, wir kriegen einen ziemlich guten Speed drauf. So. Dann sparen wir uns das Rüberlaufen komplett. Und wenn wir es dann irgendwie von hier... Also wir können uns ja dann von hier eins spannen rüber ans Ufer, dann ist es eh schon erledigt, ne? So, meine Lieben. Das heißt, ich bereite nichts mehr vor. Wir sind jetzt bereit für morgen. Jetzt rutsch mal. Ja, die ist doch super. Die ist super angenehm, oder? Ja, die ist gut. Die ist echt gut, aber die Matze nicht da, ne? Schade. Hier hätten die sein sollen. Gut, das hat nicht geklappt mit den Mats. Die Assel, die macht uns nichts. Ich stationiere mich hier, ne? Schade eigentlich, dass das nicht geklappt hat. Kann sein, dass wir das morgen machen, bevor wir uns dann dem Ochs stellen. Shelter, Spawnpunkt ist gesetzt. Und kleines Feuerchen. Unser Frühstück für morgen. Achso, ja, ich kann ja hier einfach Mats holen. Ja, dann würde ich jetzt da auch nicht länger rummachen. Wir bauen uns jetzt hier einfach hoch, oder? Ah, scheiße, jetzt geht das wieder los. Wegen Klee, ne? Ja, aber jetzt habe ich es ja nicht weit. Einfach rüberschwimmen und nochmal rüberzausen. Das heißt, ich besorge uns auf morgen Klee oder nehmen wir hier den Klee? Ja, wir nehmen, glaube ich, den Klee hier. Problem ist nur, ich brauche wahrscheinlich mehr als Klee, gell? Ich bin so gespannt, wie das Schild funktioniert. War mal geschwind. Ja, Saft, Klee und Stängel. Da sind Stängel. Es sei denn, ich baue es mit einer Ding auf, mit einer Treppe. Aber Treppe war doch wieder... Ach, ich überlege mir das einfach. Ich komme auf jeden Fall morgen in die Folge rein und habe alles, was wir brauchen. Wenn ich es nicht sogar schon angezeichnet habe. Aber guck mal, nee, die Treppe ist günstig. Wenn ich genug Stängel hier finde. Einzige, was ich nicht weiß. Du bist aber keine Grüne, oder? Nö, das ist die, die wir kennen.
So, das Einzige, was ich halt jetzt hier machen muss, wenn ich so aufbaue, wieder unterstützen. Aber wir haben ja hier, warte mal, geschwind, ich mache mal kurz den Ding an. Wir machen einen Test. Wo ist denn der Grashacker? Ich mache raus den Parademeister. Grashacker rein. Die Assel macht mir ja nichts, ne? Siehst du, wie schnell das funktioniert? Das ist nur durch den Grashacker. Jo, ich baue uns das auf. Machen wir den Rest morgen zusammen. Ich fange schon mal an. Das wird reichen, denn sonst kann ich oben ja immer noch eine Gerade rüberziehen. So. Ja, aber ich muss jetzt nicht das gute Material versemmeln, weißt du? Wir können auch hier eine Billigvariante wählen, indem wir sagen, okay, machen wir hier immer so eine Halbstufe zwischen rein. Letztes Mal habe ich es ja wegen der Schönheit gemacht, aber das kann man ja erstmal vorübergehend hier so lassen, wenn man will. Und jetzt sollte ich normalerweise hier eine Treppe wieder rankriegen, wenn das noch so geht, wie das mal war. Weißt du? Und dann können wir immer noch überlegen. Aber so kommen wir jedenfalls definitiv schnell da oben an. Das ist herrlich, gerade in diesem Nachmittagslicht hier das Zeugs zu bauen. Siehst du? Und schon schwuppen wir hier rum. Also ich kann ja eigentlich auch mal anfangen mit der mittleren. War doch die mittlere, ne? Nee? Doch. So. Dann machen wir das nämlich jetzt so, Leute. Dann hole ich euch morgen rein. Die Hälfte, beziehungsweise ein bisschen über die Hälfte mache ich schon mal. Dass wir morgen in der Lage sein werden, das Ergebnis dann auch gemeinsam zu genießen. Und dann suchen wir uns den Black Ox und dann geht's ab. Schöner Plan. Und wenn wir den haben, müssen wir mal gucken, wo wir dann morgen in der Folge stehen, zeitlich und so weiter. Und dann passt es schon. Ich will euch jetzt gerade irgendwie nicht weglassen. Ja, die Assel, die ist ja eine Liebe. Die goldene sollte man halt irgendwann... Die goldene Assel zu kriegen, ist natürlich schon eine Geschichte, oder? So, warte mal. Deswegen habe ich euch noch dran gelassen. Ich will nämlich ganz kurz gucken, ob wir hier... Ja, das sieht doch so aus, als ob das hinhaut, oder? Ja, ungefähr abgemessen, passt. Sehr schön. Ich freue mich auf morgen, meine Lieben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. So gut gerüstet war unser Männchen noch nie, seit ich Grounded spiele. Die Asselrüstung, nicht die Asselrüstung. Glaubst du, dass mir jetzt nicht einfällt, wie die nochmal heißt? Ja, doch, ist die Asselrüstung, ich hält. Die Asselrüstung, komplettes Set, aufgewertet momentan auf Stufe 7, 6 und 6. Wir haben das gute Schild, Kugelkäferschild T3, Rüstung ist T3 und wir haben Waffen T3. Was uns noch fehlt, ist eine Fernkampfwaffe T3, den rostigen Speer wollten wir noch kurz angucken. Das machen wir jetzt noch, weil den möchte ich auf jeden Fall haben. Rusty Baby. Hier haben wir einmal Zecken Obsidian-Schwert, Pinienzapfen, Stechmücken Blutbeutel, Zeckenzahn. Das wäre halt wahrscheinlich ein Zweihandschwert, oder? Ein brutaler Schläger, der aus Zeckenzähnen hergestellt ist. Lebensraub. Den müssen wir uns bauen. Den müssen wir uns bauen. Der gehört jetzt auch dazu. Und hier... Oh, die Geschwindigkeit? Moment mal. Moment mal. Das ist ein Einhand. Ne? Das ist das Zweihand-Löwending-Schwert. Das hat die Geschwindigkeit. Und der da ist so schnell. Es muss ein Einhandschwert sein. Den brauche ich auf jeden Fall. Tausche ich gegen mein Ameisenschwert. Und den möchte ich unbedingt bauen. Und dafür müssen wir Rost finden. Versunkene Knochen und Staubmilbenpelze haben wir keine Probleme. So, bis morgen.